Okay, Oldtimer wäre jetzt fertig. Die andere Version kommt in Jena. Was macht man dann als nächstes? Vorschläge? Ja, eine 3D-Ballerei wäre nicht schlecht einmal. Nee. Mehr auf Action. Nee, ja, die Action gibt es ja schon. Genau das nicht so. Nicht aussprechen. Was wird's denn machen? Ich weiß nicht, sowas wie Landesliga Professional. Tennismanager, das wäre mir was Neues. Tennis gibt es ja schon, oder? Da kein Tennismanager. Das ist so. Ich könnte das vergessen. Ich würde sagen, wir machen mal irgendwas so über Ölbarung, also über Dallas und mit Geld und Wirtschaft und überhaupt und Betrug und Kriege. J.R. Ewing? Ja, genau, sowas in der Art. Da wo es ums Richtige geht. Das muss großartig, ja, weißt du? Wo es richtig um große Summen und um Börries geht und Imperium, so wie bisher, oder? Hat er nicht erlebt? Das war, ja, das war, oder? Ja. Machen wir das. Ja, okay. Wir Spaß damit. Und da hier kann der Albert uns ja anfangen und kann sich programmieren, weil das wirst wahrscheinlich du machen das nächste, gell? Oder? Ich habe gesagt, Projekt, okay, ich wirf mich schon mal fast. Da hinten ist unser grafisches Ding, aber das ist halt nicht gesetzt. Hier arbeiten und lernen. Kann man wunderbar, kann man sich so inspirieren lassen und so aus dem Fenster schaut und ist das ganz herrlich mit den Bergen bei uns, die gute Luft. Hat man deswegen auch so gute Ideen? Ja, sicherlich. Und immer gute Luft zum Denken, das ist ganz wichtig. Dann haben wir schöne Atmosphäre. Wir können hoch auf die Berge rauffahren, so nachdenken, können das mit Skilauf verbinden. Wenn man immer das inspiriert, da wird man richtig kreativ dabei beim Sport. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ja, gehen wir raus, gehen wir in die Berge ein bisschen schauen, oder? Genau. Ja, auf geht's. Komm mit, ich lade dich ein. Ja, Schladming ist sonst ein Fremdenverkehrsort im Winter. Zu jeder Jahreszeit aber wird hier drin programmiert. Max Design Entertainment Österreich. Albert Lasser ist schon lange bei Max Design. Wie lange existiert die Firma? Wie lange bist du dabei? Also die Firma existiert jetzt 5 Jahre. Das Team hat vor der Zeit schon existiert, vor Firmengründung. Also wir haben früher miteinander programmiert und gespielt auch. Und mit der Firmengründung 90 haben wir dann praktisch ins professionelle Geschäft eingestiegen. So. Seid ihr alle von diesem Ort oder? Wir sind alle aus dem Ort. Also weitest, also im Umkreis von 20 Kilometern. Andere verbringen hier einen Urlaub und ihr arbeitet hier? Wir arbeiten hier. Werdet ihr nicht manchmal neidisch, wenn ihr immer die ganzen Gäste seht? Also das mit Sicherheit, also während der Kreativphase, sage ich, der Programmentwicklung, hat man natürlich auch Zeit, dass man Skifahren geht und Ähnliches. Nur wenn es an die Umsetzung der Programme geht, dann muss man wohl oder übel vor dem Computer sitzen und den anderen beim Skifahren oder Ähnlichem zusehen. Wie kamt ihr auf ein Programm wie Oldtimer? Wir haben eigentlich mit 1869 damals die Linie schon eingeleitet. Wir haben historische Simulationen, um ein bisschen genauer, nicht irgendwo, wo man sich nur Daten aus den Fingern saugt, sondern versuchen auch ein bisschen was an Informationen rüberzubringen. Und nachdem schon jede Menge anderer Themen von anderen Firmen verbraten worden ist, sagen wir mal so, haben wir eigentlich gedacht, wir bleiben unserer Linie treu und machen mal irgendwas sorgfältig recherchiert über die Geschichte des Automobils. Okay, tja, und wenn ihr mal Urlaub habt, besucht uns. Unser Ort heißt Schladming, liegt in der Steiermark, in Österreich. Und wir würden uns über den Besuch freuen. Jederzeit willkommen.